Gut, hallo, wir kommen auf den noch eine Runde Call of Duty, also World War II und das ist der Modus Krieg. Los geht's nach dem Intro. Günther Sommer, oder? In dem Modus geht es halt um Ziele, eine Brücke reparieren, Panzer, irgendwie. Ein zielbasierender Modus. Gut, jetzt müssen wir drücken sofort zur Brücke, alles klar. Besten wäre Smoke, eigentlich. Ja, meine Waffe ist ja voll doof. Ich muss auf jeden Fall mit dem mal Gebirge. Die Waffe ist auf Entfernung einfach viel, viel besser. So, muss mal gucken. Ah, hier kommen wir hoch. Alles klar. Von links oben schießen sie. Kann ich eigentlich ändern? Nein, lass mal nicht. Guck mal, der Luftlandetyp hat Smoke. Da müssen wir mal den nehmen, cool, wo ging das jetzt? Der 2 kann man. Ah, schalte aber doch mal. Ich brauche Munition! Smoke, please. Smoke. Smoke to the bridge. Macht aber okay, ne? Wo ist noch Teamchat?
Na, das war's. Naja, das ist. Also in dem Modus muss man wahrscheinlich zusammen im Team spielen, weil. Da müssen zwei rechte Flanke halten, zwei linke Flanke. Dass sie die in den Häusern wegruppen und Smoke und da müssen welche die Brücke bauen. Zwei Mann mindestens. Naja. Wir sind da mitten reingehupt, da werden wir einfach jetzt nochmal. Komm, wir spielen mal Schrotze. Zweite Runde, probieren wir nochmal. Wir müssen den Feind aufhalten, bis unsere Verstärkungen eintreffen und unsere Flakgeschütze verteidigen können. Diese Batterie wird feindliche Bomber vom Himmel fernhalten. Müssen wir verteidigen. Probieren wir mal eine Runde mit der Doppelläufe. Verteidigt den Kommandoposten mitsamt den darin lagernden Geheimberichten. Verdammt! Keine Munition mehr! Feind am Boden! Ungeschütztes Ziel! Verteidigen Sie den Posten, Soldat! Da werde ich wohl doch. Sie nehmen den Kommandoposten ein! Ich muss das verspielen. Sie dürfen den Kommandoposten nicht überrennen! Ich weiß nicht, ich komme mit den Waffen noch nicht so wirklich, werde nicht warm. Ich muss da wirklich erstmal übelst reinkommen. Das ganze Waffenhandling. Oh! Ja! Ah, gut gesnipert. Ja, gut. Dort hängt ein Sniper, da werden wir jetzt über rechte Flanke gehen. Sie greift den Kommandoposten an! Die sind drinnen, scheiße. Greif den Kommandoposten an! 2 Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind! Ach so, hier ist schon Ende damit. Jetzt rücken sie weiter. Der Feind hat unseren Kommandoposten eingenommen, aber die Schlacht ist noch nicht vorbei! Verhindert, dass der Feind die von uns zerstörte Brücke repariert, sonst kann ja Panzer vorrücken. So, und jetzt spiele ich auf jeden Fall Sniper. Sie bauen eine Brücke. Der Feind darf die Brücke nicht errichten. Der Feind errichtet eine Brücke. Uiuiui, sorry.
Na, ich sehe nichts mehr. Siehst du, das meine ich. Die machen es wegen Risch mit Smoke. Und das ist das Ding, was ich vorhin gesagt habe. Das wird nichts, wenn das keiner macht. Er ist tot! Bowser tot! Auf den Feld! 2 Minuten bis unsere Verstärkung da ist. Der Feind errichtet eine Brücke. Er ist erledigt! Ja, es kommt noch Panzer. Panzer zerstören. Schützt das Munitionslager. Ich kann mal zubauen. Das ist cool. Das wusste ich gar nicht. Sie dürfen das Munitionslager nicht zerstören. Auf jeden Fall sehen wir mal die ganze Map, wenn die hier durchrushen und wir verlieren. Ist doch nicht so schlimm. Meiner Meinung. Das erinnert mich, Peter. Schnell entschärft die Bombe! 2 Minuten bis unsere Verstärkung da sind. Ah, fuck. Ach, ganz ehrlich. Beim Geschütz hätten sie da mal eine Animation reinmachen müssen, damit das Ding immer ein bisschen wackelt. Also besser. Hat unsere Munitionslager zerstört, aber die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Verhindert, dass der Feind einen Panzer bis in Reichweite unserer Flakgeschütze eskortiert. Der Panzer zieht sich zurück. Ihr Panzer ist auf dem Rückzug. Die müssen wir gar nicht zerstören. Wir müssen. Tötet die Soldaten links um den Panzer. Alles klar. Das läuft so ab wie bei. Sagen wir mal. Overwatch. Der Panzer hat den Rückwärtsgang eingelegt. Ihr Panzer rückt vor. Der Feind Panzer rückt vor. Eines unserer Flakgeschütze zerstört. Der Panzer ist auf dem Weg. Tötet die Soldaten rings um den Panzer. Die Waffe dauert viel zu lange zum Nachladen. Schütze nicht zerstören. Der Panzer ist auf dem Weg. Sie dürfen die Flakgeschütze auf keinen Fall zerstören. Ihr Panzer ist auf dem Rücken.
2 Minuten, bis unsere Verstärkung da ist. Wir fassen uns vor. Der Panzer zieht sich zurück. Um die Infanterie beim Panzer. Ihr Panzer ist auf dem Rückzug. Kommt man nicht raus, das ist gebettet. Der Panzer hat den Rückwärtsgang eingelegt. Der Panzer zieht sich zurück. Ja, komm, um Decke mit der Schrotflinte. Naja, aber wir haben mal die ganze Map gesehen, wie das hier abläuft. Finde ich gut, die haben gut gespielt. Der Modus wird mir gefallen, das ist ein missionsbasierter Modus, das ist eigentlich ganz cool. Na gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Stanner.